Müssen wir uns hier irgendwie festhalten. Auweia. Vielleicht musst du dann wieder dahin, wo der Strom ausgeschaltet hast. Aber das Wasser, der Wasser steckt doch, das Wasser steckt, sobald der Fernseher unten ist im Wasser, steht das ganze Ding unter Strom. Ah ja, vielleicht muss ich vom Fernseher aus, ich konnte ja eine Weile drauf stehen. Vielleicht muss ich von dem auf die Plattform drauf hüpfen. Das könnte man versuchen. Ich versuche es erstmal ohne Strom, vielleicht ist auch ohne Strom das besser möglich. Weil hier dran langhangeln können wir sowieso. Das ist ja... Da hindert uns ja nichts dran. Die Tatsache, dass der Strom... Okay. Jetzt steigt das Wasser natürlich nicht. Es ist eine... Es ist eine Sache. Das ist ein Punkt. Also der Strom muss an, damit der Hebel funktioniert. Okay, das haben wir schon mal. Das haben wir geklärt. Strom muss an. Die Frage haben wir geklärt. Hier, eine Laterne. Das ist vielleicht richtig, nur. Verdammt! Das ist vielleicht richtig, nur, dass wir hier auf den Koffer und auf die Kiste und so weiter, dass wir hier Plattform nutzen können. Könnten wir zumindest mal probieren. Wäre eine Idee wert. Sobald der Fernseher im Wasser ist, dass wir vielleicht dann auf dem über das Wasser wieder zurückkommen. Den Strom wieder ausschalten. Wäre eine Taktik. Wäre denkbar, dass das Spiel das von uns will. An den Schalter. Jetzt steigt das Wasser. Das Wasser steigt bis hier. Setz hier drauf. Ein beherzter Sprung. Müssen wir hier mal rüber. So, hier hoch. Jetzt auf den Fernseher drauf. Ich glaube, das ist schon die richtige Möglichkeit hier. Auf den Fernseher hoch. An die Leuchte können wir nicht ran. Huha! Ja, okay, man kann drauf. Nicht wirklich stehen. In die Laterne könnte man, glaube ich. Vielleicht kann man an die Laterne ran. Versucht mal was, wenn der Strom noch aus ist. Versuch gerade mal hier. Ich mach gerade mal was. Ach so, da kann ich noch nicht hoch. Na toll. Okay, das kann man noch nicht ausprobieren. Das müssen wir dann mit Strom ausprobieren. Ich würde mich gerne an die Laterne oben dranhängen. Da ist ja eine leuchtende Laterne. Vielleicht wäre das die Möglichkeit. Ich könnte uns dann damit irgendwie schwingen. Da leuchtet ja eine Laterne oben. Theoretisch kann man die auch erreichen. Vom Fernseher aus. So hoch ist das nicht. Es ist machbar. Nur die Frage ist, wie weit wir dann damit kommen. Kann man vielleicht damit schon ans Ziel sprengen. Ein hübscher Kleiderbügel übrigens dort. An der Seite. Reines Deko-Accessoire. Das hat keine Funktion. Nein. Hier hoch. Ach komm, ich war auf dem Koffer drauf. Doof war ich. Ja, doof bin ich auch manchmal. So. Schwing dich. Monströse Schatten. So. Ich bin jetzt das Ding weg.
Ich glaube, jetzt sehen wir sie gerade das erste Mal richtig, so mit Kopf und so weiter. Oh wei. Auf den Koffer, auf den Koffer, auf den Koffer. Na komm, hoch hier. Hui, das war das Falsche. Na toll. Hier hin, hier hin, hier hin, hier hin. Und hops. Hier hoch. Ich muss versuchen, an das. Ja, komm, an das Licht ranzukommen. Ich versage. Na komm, und hops. Das wird wohl nix. Satz mit X. Soll ich die Granny wie die Tür bannen? Ja, bann mal die Granny. Gleich auf die Blockliste. Mit der Tür. Haben wir dann am Ende des Let's Plays eine ganze Blockliste. Tür, Granny, Schalter, Hebel, Lampe, Fernseher. Granny was banned bei Noah 27. Ganz richtig. Und trotzdem ist er noch da. Hat sich ein zweiter Account angelegt. Ein Fake-Profil. Sie ist wiedergekommen. Trotz Bann. Muss man einen ID-Bann durchführen. Nur. Muss man machen, dass sie sich kein zweiter Account erstellen kann. Ein ID-Bann. Kommen wir nicht ran. Hier drauf stehen bleiben. Das wäre die idealste Sache. Nicht runterfallen, nicht runter. Das versinkt im Wasser. Auf dem Fernseher können wir nicht stehen bleiben, nur. Böse Granny. Kann man nicht drauf stehen bleiben. Das wird nichts. Vielleicht doch die Laterne. Vielleicht können wir irgendwie an die Laterne rankommen. Wozu leuchtet sie denn so schön? Aber wie? Zum Henker kommen wir da. Wir müssen jetzt endlich da drüben durch die Luke durch. Müssen wir ein paar Sprungübungen machen. Ganz böse Granny. So, ja, so heißt der Charakter, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Heißt der Charakter Granny. Die Großmutter. Das Großmütterchen. Und Granny ist ja. Es ist ja eine Verniedlichungsform. Eine Verniedlichungsform finde ich ja. Finde ich lustig. Dass man die verniedlichen muss. Also. Das kriechende Monster aus dem Sumpf, was hier nach kleinen Kindern greift und so. Das ist eine Verniedlichungsform, normalerweise eher unangebracht. Aber gut. Wie ihr meint, liebe Spielmacher. Na, komm, hops. Woran scheitert's? Okay, jetzt hier runter. Ich habe gerade überlegt, ob ich mich da vielleicht ein Metallrohr festhalten kann. Die Laterne wird sein. Die Laterne dort drüben. Du kriegst mich nicht. Damit haben wir sie dann aber, glaube ich, auch ausgeschaltet. Die Granny, wenn wir hier mit ihr fertig sind.
komme da nicht hoch. Ich komme da niemals. Hier dran hängen bleiben. Nee. Vielleicht musst du den Strom, nachdem du den Wasserspiegel erhöht hast, wieder ausschalten. Macht Sinn. Man kommt ja da wieder hoch. Das wäre eine Möglichkeit. Da können wir die Granny nicht grillen, aber dann kämen wir zumindest. Hätten wir zumindest die Möglichkeit, mit dem Fernseher nicht zu sterben. Wäre zwar schade, wenn wir dann die Granny nicht loswerden würden. Aber ja, können wir mal versuchen. Gute Idee, Noah. Sehr gute Idee. Der Wasserstand erhöht. Deswegen ist es ja auch noch möglich, hier zurückzukehren. Deswegen können wir ja hier auch noch mal ins Gitter. Dann hat das hier auch einen Sinn und einen Zweck, dass wir hier wieder zurück können. Dass wir hier wieder... Ich bezweifle, dass wir jetzt den Schalter wieder nach oben kriegen. Das ist bloß das Ding. Wir kriegen den Schalter nicht nach oben. Nur... Wir kriegen den Schalter nicht nach oben. Einmal nach unten gezogen. Wir sind nicht groß genug. Tja, böser Schalter. Kannst du auch gleich auf die Bannliste setzen, nur. Kannst den auch gleich blockieren. Tja, also. An die Lampe müssen wir ran. Du musst hier irgendwo festhalten. Absolut nicht. Schalter wurde gebannt von Nova 27. Ja, an den Bildern könnte ich mir noch vorstellen, dass wir uns da vielleicht irgendwie festhalten können. Aber... Jetzt die Lampe, das ist das Offensichtlichste. Aber da kommen wir noch nicht hin. Da bin ich zu blöd, um zu springen. Einen höheren Sprung als den hier haben wir nicht. Oh wei. Ja, toll. Danke für den Daumen. Den zweiten Daumen. Irgendjemand ist hier reingekommen. Ein stiller Zuschauer. Und hat geliked. Hat hinter mich nach oben gegeben. Es sei denn, das warst du, Noah, mit deinem Zweitprofil. Mit deinem Zweitkanal. Der mysteriöse Zuschauer. Ja. Ein mysteriöser Hobbit. In unseren Reihen. Und hops, hier mal wieder rüber. Und auf den Kasten drauf. Wir können den schieben. Das muss doch irgendeine Bedeutung haben, wenn wir den schieben können. Muss doch einen Sinn haben. Ah, sehr gut. Sehr toll. Und Strom aus. Wieder 239 Abonnenten. Ah, willkommen auf dem Kanal. Ein neuer Abonnent. Wie es ausschaut. Aha. Und nun? Ist das Wasser jetzt aus? Strom aus? Ja, Strom aus. Die Granny ist tot. Großartig. Jetzt müssen wir noch irgendwie da rankommen. Fernseher nutzen. Okay,
okay, vom Fernseher aus können wir bestimmt jetzt. Jetzt können wir jetzt auch ganz friedlich hier drin rumschwimmen. Ich komme nicht wieder. Ich wurde gegrillt. So. Strom ist aus. Wir gehen nach raus. Das Licht ist aus. Rabim, rabim, rabim.